So, die Unentschlossenheit in Person. Ich laufe was sehr grimmig dreinblickenden Dartal über den Weg und hoffe, dass er keine schlechten Nachrichten hinsichtlich der vorzüglichen Arbeit an der Axt hat. Er macht tatsächlich eine Axt sehr schön. Es gibt da einen Stolperstein, aber nichts Großes. Meine Einfälle sind abgetaucht, als der Druck immer größer wurde. Ich brauche mehr Inspiration, sagt er. Auf zur Waffenkammer. Ich weiß, was ihr braucht. 33%, dass er eine eifrige Frohnatur wird, der Dartal. 10% höhere Qualität. Fortschritt, verliert Fortschritt. Ja, wir gehen mal zur Waffenkammer. Ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt irgendwas in der Waffenkammer haben. Raus mit dem alten Kram. Oh, unsere Krone. Nein, die Krone ist richtig gut. Die Krone wird nicht... Nein, ist ja super. Ein Fortschrittspunkt reicht. So, mein Fürst, ruft mein Champion Dartal und kommt mit einem breiten Grinsen auf mich zu. Der Schweiß tropft ihm von der Stirn. Sein Gesicht ist rußverschmiert. Ich habe viele Tage und Nächte in der Schmiede geschuftet, doch endlich ist mein Werk vollbracht. Er überreicht mir einen in Stoff eingewickelten Gegenstand. Als ich enthülle, was sich darin verbirgt, mache ich große Augen. Eine Streitaxt von guter Qualität. Der schmiedeeiserne Kopf ist auf einem eleganten Schaft aus Eichenholz befestigt, der mit dünnen linienförmigen Einkerbungen versehen wurde, um das Aussehen des Materials zu verbessern und gleichzeitig einen strukturierten und angenehmen Griff zu bieten. Bezaubernd. Gucken wir uns gleich mal an. So, Kampfgeschick plus 1 und wow. Da lag ich mit meinen 50% Überfalltempo ein bisschen daneben, aber zumindest ist eine 5 mit dabei. Sind es halt nur 5%. Ich hätte auf Prestige gehofft, aber dem ist leider nicht so. Schade. Na gut. So, und jetzt noch ein bisschen Vorzug. Wir sind bei der Volksmeinung plus 50. Sehr schön, können wir ganz gut gebrauchen. Und der nächste Punkt ist die Domänenschwelle plus 2. Das heißt, wir können uns nochmal 2 Grafschaften irgendwo herholen. Bei allem, was heilig ist, dieses Fest ist langweilig. Waldemar gehört eindeutig zu den schlimmsten Gastgebern der Welt. Wer? Unser Champion. Wie man von gewöhnlichen Sterblichen erwartet, dass sie diese trüge Feier der Mittelprächtigkeit ertragen. Okay, wir können durch den Raum gucken und sehen die Quenburg, unsere Konkubine. Und sie winkt mir vom Balkon aus zu. Ist meine Ehefrau nicht aktuell noch schwanger? Ja. Okay. Also, wir könnten Quenburg besser kennenlernen. Quenburg hat schon eine ganz gute Meinung von uns. Wir können uns mit jemand Neuem unterhalten. Olaf. Oder mit Waldemar sprechen. Oder uns einfach verziehen. Ja, wir sprechen mal mit der Quenburg. Sie hat unsere Konkubine. Wieso nicht? Die Bauernpöbelfraktion hat sich aufgelöst, weil die Volksmeinung jetzt hoch ist. Sehr schön. Und Quenburg ist ab sofort unser Freund. Und rettet uns aus einer peinlichen Lage. Okay. Keine Ahnung, wieso diese Meldung jetzt gekommen ist. Wunderbar. So. Nächster Schritt. Plündern, oder? Wir heben mal unsere Truppen auf. Wir haben 85 plus momentan. Das ist nicht wirklich viel. Festmahl kostet uns 25, aber da kommt wieder niemand. Da kommt dann wieder niemand. Na gut. Das heißt, ja, wir werden wieder ein bisschen Prestige verlieren. Wir könnten natürlich jetzt nur, unsere normalen Leute ausheben. Also ohne Kriegsvolk, beziehungsweise das Kriegsvolk dann rausschmeißen, dann würden wir nicht so viel. Ich glaube, wir heben mal nur die normalen Truppen dann aus. Beziehungsweise schmeißen das Kriegsvolk jetzt mal raus. Die Champions können mit.
Dann sind wir noch bei 1500. Minus 2,1. Ach, was soll der Geiz? Leute, was soll denn der Geiz? Natürlich kommen die mit. Ich will nicht wieder gleich irgendwie verprügelt werden. Also wir fahren mal hier runter. Und guck mal nach Córdoba. Oh, da ist wieder Geld da. In Córdoba ist Geld da. Sehr schön. Und er hat keinerlei Truppen. Also nicht so viel. 1200. Das macht gar nichts. Leute, Córdoba ist unser Ziel. Wir haben aktuell Platz für wie viel Gold? Oh, leider nur meine Tochter. Eine Tochter mit dem Namen. Das wird so schlimm. Mit dem Namen Gnomi. Tochter hat keinerlei Eigenschaften. So. Und wir haben immer noch als Haupterbe jetzt unsere Tochter hier, ne? Ach nee, wir haben ja unseren Keucher noch. Ah, wir haben ja unseren Keucher. Oh. Wenn du das Gesicht verziehst, wenn du deinen eigenen Sohn ansiehst, dann stimmt was nicht. 220 Gold können wir mitnehmen. Das ist schon mal ganz gut. Oh, Mannix, dankeschön. Tollfuss nice, Tollfuss nice, Tollfuss nice, Tollfuss nice, Radler Dance, Radler Dance, Radler Dance, Radler Dance. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Mannix, für den 10. Monat. Vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. So, dieser Plünderraubzug ist nur dir gewidmet, Mannix. Nur dir. Ich kann dir leider kein Gold geben, aber er ist trotzdem dir gewidmet. So, wir stürmen hier rein. 1200, hier kommen 2200. Und werden hier mal für 76 Gold plündern. Und dann gucken wir uns mal an, was hier noch plündernswert ist. Hier unten 33. Also wir können ihn ja komplett plündern. Hier oben lohnt sich das nicht. 21 hier. Wir können ihn hier, also Tula, komplett plündern, weil er ja keine Truppen hat. Hier oben lohnt es sich aber nicht mehr raufzufahren. Nee. Wir bleiben mal hier unten und werden hier mal die einzelnen Domänen durchplündern. Ja, natürlich ist der erfolgreich jetzt hier der Durchgang. Er dauert zwar ein bisschen länger, aber ne, 5% müssten da jetzt schon mit dabei sein. Bei der Zeit. Die müssten schon rausgerechnet werden. So. Oh, ich verliere aber aktuell Truppen, sehe ich gerade. 2100. So, her mit der Kohle. Dann hier rüber. 22 hier. Dann hier unten nochmal 17. Das wird richtig gut. Und dann ist unser Goldsäckel auch schon fast voll wieder. Der kann nichts dagegen tun. Ganz gemein. So, wir haben mal wieder wenig Kontrolle in Stormont. Ah, diese Events immer, ne? Dass die immer... Die wirken so unscheinbar, aber das tut schon richtig weh. Wir haben noch jemanden gefangen genommen. Perfekt. 30 Gold gleich wieder verkaufen. Und ansonsten... Nee, nichts mehr. Lösegeld wurde akzeptiert. Dankeschön. Dann geht es noch hier runter nach Vilaya. So. Dann hier runter. Geht es nur über diese Region. Hier gibt es 20 Gold. Wunderbar. Ja, hier oben plündern macht keinen Sinn. Ne? Hier oben, da ist England mittlerweile zu stark. König von Westfrank hat eigentlich aktuell einen Krieg an der Backe. Aber nur als Bündnispartner. Der hätte nämlich auch nicht so viel. 2200.
Aber der ist schon geplündert worden, wie man hier sieht. Nee, nicht geplündert, er hat einfach nur wenig Kontrolle. Aber er hat gar nicht so viel Geld hier oben. Nee, das passt schon. Wir werden hier unten noch die Küste ein bisschen ausplündern. Und dann reicht das auch. Ja, guck dir an, wie erfolgreich hier dieser Raubzug ist. Wir kommen hier mit 200 Gold nach Hause. So, Kontrolle in Mönn ist wiederhergestellt. Das freut mich sehr. Das heißt, hier oben sind wir wieder bei 100. Das heißt, unser Ratsmarschall kann in der Zwischenzeit... Ja, ich würde mal Leinster jetzt durchmachen auf 100. Ach, da sind wir schon auf 100. Dann geh doch mal nach Ulster hier oben. In Ulster sind immer alle so sauer, obwohl wir die verteidigt haben, ne? Bis zum Blut verteidigt haben. Und trotzdem sind sie sauer. So, dann hier runter noch. Dann habe ich hier noch 33, hier unten 10, 43, 53, 58, 78, 82 Gold. Und ich glaube... Oh, okay. Weg, 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 weg. Sofort weg, meine Lieben. Da kommt er schon, der Lump. Jetzt hat er sich auch noch Söldner geholt. Wieso, was, wieso dauert denn das so lange? Wieso? Nein, du musst doch das Plündern beenden. Du musst doch das Plündern beenden. Ich habe nicht beendet. Wieso, wieso ist er denn nicht weggelaufen? Oh Gott. Mannix, es tut mir sehr leid. Wir werden jetzt hier gnadenlos verprügelt. Er kommt an in 10 Tagen. Wir kommen in 14 Tagen hier raus. 11 Tage. Ich komme nicht mehr weg. Der will hier fertig plündern. Das ist das Problem. Oh, da passt du einmal nicht auf, ne? Da passt du einmal nicht auf und schwupps. Kann ich noch irgendwas machen, um dem entgegenzuwirken? Glaubenfeindlichkeitsvorteil. Ja, das wird nicht reichen. Wir setzen mal den Glaubensmenschen rein. Aber 2100 gegen 3100 ist sehr optimistisch. Tut mir leid, Mannix. Aber das, da muss ich jetzt schon sagen, das liegt jetzt auch an Crusader Kings. Das ist jetzt nicht meine Schuld, möchte ich mal sagen. Weil der einfach nicht weggelaufen ist, weil er weiter geplündert hat noch. So, wenn ihr an einem Karpfenteich interessiert seid, kann ich euch einen hervorragenden bauen. Als würde mich das jetzt interessieren, während unsere Leute hier verprügelt werden. 50 Gold verlieren. Nein, ich will keinen Karpfenteich. Ach, sehr enttäuschend. Oh! Was passiert hier gerade? Das... Was passiert hier gerade? Könnt ihr euch das mal kurz anschauen, was wir hier gerade machen? Was zum Henker? In der Schlacht von Isbilia haben wir 1000 Mann zusätzlich verprügelt. Weil wir aktuell ganz gut kontern und er hier 90% weniger Schaden macht durch seine Pikeniere. Wir haben mehr Champions. Sein Anführer ist auch ein Punkt schlechter, aber das wird da trotzdem vielleicht dieser Glaubensfeindlichkeitsvorteil, ne? Vielleicht hat uns der nochmal ein bisschen hier geholfen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also da hätte ich jetzt gedacht, nee, nie und nimmer schaffen wir das. Mannix, ich nehme wieder alles zurück. Schon wieder? Dieser Raubzug wird doch erfolgreich sein. So, wir haben auch noch ein bisschen Ruhm bekommen. Wir werden aber unser Glück jetzt nicht überstrapazieren. Wir verziehen uns sofort von diesen Gefilden. Mit 169 Gold von 153, weil unsere Truppen auch Verluste annehmen mussten. Holy moly, also das war, das hätte ich ja nie im Leben gedacht. Ich bin sehr begeistert. Meine Güte.
Da kann man durchaus auch mal die Arme nach oben schmeißen. Das ist korrekt. Das ist vollkommen korrekt. Also da bekommen die aber sowas von der Gehaltserhöhung, unsere Leute. Also die, die jetzt quasi noch übrig sind. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gefällt mir. Aber das ist so der Punkt, ne? Wahrscheinlich ist auch ein bisschen Würfelglück jetzt mit dabei gewesen, könnte ich mir vorstellen. Zwar auch sehr viel Professionalität von meiner Seite natürlich auch, ne, wie man gesehen hat. Aber auch ein bisschen Würfelglück. Und das ist wahrscheinlich so dieser eine Fall von 10 Schlachten, wo du dann halt noch das Fähnchen einmal drehen kannst. Und das ist auch vollkommen okay. Auch weil es zu meinen Gunsten natürlich jetzt sich gedreht hat. So, wir wurden offenbar hier geplündert, wenn ich das richtig sehe. 1200. Können wir dich verprügeln, wenn ich mit meinen Leuten gleich mal hier anlande? Dann, dass wir die 1200 noch verprügeln. Wo kommen die her? Das Wappen von Ormond. Hier unten sind die. Wir müssten ihnen den Weg abschneiden, damit sie das Geld nicht nach Hause bringen können. Das wäre wichtig. Das wäre erstmal wichtig, dass wir hier reingehen. Erstmal das Geld abliefern und dann den Weg abschneiden. In der Hoffnung. Aber der wird jetzt hier schon gleich fertig sein, ja. Wie viel hat er denn mit dabei? Aktuell. 21 Gold hat er. Wir kommen leider nicht mehr rechtzeitig an. Außerdem haben wir den Verschifft-Modifikator. Wir haben auf alle Fälle Geld reingebracht. Jetzt gucken wir mal, ob wir dich noch erwischen. Oh, jetzt läuft er uns sogar hier rein. Uiuiui, jetzt wird's aber... Ah, das wollte ich eigentlich nicht. Aber Geld ist schon abgeliefert, das passt. Wir haben auch nochmal 169 Prestige bekommen. Sehr gut. Und wir gucken mal, ob wir ihn jetzt auch noch hier verprügeln können. Da hätte ich jetzt aber gesagt, da kommt jetzt der Refill wieder ran. Und wird hier reingesetzt. Wie lange sind wir noch verschifft? Ah, 25 Tage noch. Wir gucken mal, wie es jetzt läuft. Ja, guck, jetzt holen wir uns hier auch noch das Geld zurück. Der Refill ist verstümmelt worden. Ihm wurde ein Bein abgehackt. Aber er kann noch kämpfen. Noch gut, alles gut. 21 Gold und 11 Prestigepunkte, Leute. Ach, was für eine unglaublich starke Truppe ist das, bitteschön. Was wir hier haben. Also das schreit ja quasi nach Unabhängigkeit jetzt endlich. Mit so einer Truppe können wir uns jetzt auflösen hier. Wenn der gute Herr sich verdünnisieren würde, könnten wir uns auflösen. Muss ich jetzt echt hochlaufen? Bis nach Ulster? Na gut. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Ratsmarschall verdient Respekt. Das ist ein Event, das passend kommt. Führung durch den Ratsmarschall in Ulster. Das heißt, mehr Volksmeinung. Also. Der Ratsmarschall hat sich auf alle Fälle Respekt verdient. Aber auch unsere Männer natürlich. Nach diesem unfassbar guten Raubzug. Und dann zu Hause auch gleich noch hier entsprechend die Plünderer verprügelt. Besser hätte das gar nicht laufen können. Ein abgehacktes Bein, egal, bespuckt euch bis zum Tode. Das ist nur eine Fleischwunde, sagt er da. Wie andere Kinder in seinem Alter lügt auch mein Sohn und Erbe Grumm hin und wieder. Er bekommt reizend Diplomatie und Ränkespiel. Also da hätte ich ja gesagt... Wir sind eine ehrbare... Oh Gott. Oh Gott, was ist mit dem Danelag passiert? Prinz Bui Sigfridsson und Danelag. Gucken wir uns gleich an. Unser Sohn ist ein reizendes Kind. Diplomatie und Ränkespiel. Wir werden hier in die Diplomatie investieren. Aber wir werden jetzt nicht selbst hier investieren. Ich habe nicht vor, mit dem Grob weiterzuspielen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wir holen uns
die Quenburg, unsere Frau und Freundin. Und die wird unseren Sohn ausbilden. So. Und der Ausbildungsschwerpunkt bei dir wird die Diplomatie sein. Gut. Dann, was ist jetzt hier los mit dem Prinzen? Was ist hier passiert? Wir haben immer noch das Danelag-Bündnis. Dänemark-Bündnis, das passt. Was ist das hier? Wir haben zusätzlich ein Bündnis mit Prinz Bui Sigfridsson. Ach, der hat einen Titel bekommen. Ah, der hat einen Titel bekommen. Die Baronie von Bolten. Okay. 161 Einheiten. Ja, okay. Gut. Passt, würde ich mal sagen. Ist okay. Dann die Truppen bitte auflösen. Wir müssen unsere Truppen wieder auffüllen. Ich glaube, er hier oben hat Krieg jetzt momentan, ja. Er verteidigt im Religionskrieg gegen Island hier oben. Oh Gott, ist wieder so ein als kleiner Bündnispartner hier. Puh, jetzt hat er schon 3 Bündnisse. Oh, jetzt hat er auch noch Gwynedd mit dabei. Nein. Eieieiei. Ja, wir müssen da was machen. Wir müssen da was machen, Leute. Ich werde ihm ein Gedicht schicken. Ein Gedicht, das, wenn er liest, seine Unfähigkeit. Das Gedicht, wenn er liest, dann fällt er vom Stuhl vor Lachen und bricht sich das Genick. ...22% Mordanspruch... Mordanspruch... Mordwahrscheinlichkeit. Oh, das ist natürlich sehr bitter. Das ist bitter. Ich meine, wir können jetzt dann gleich noch 2 Domänen uns krallen. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber wir werden natürlich auch nicht jünger, ne? Wir sind jetzt 43 Jahre alt. Ich meine, aktuell ist es noch so, wenn wir sterben, bekommt alles unser Keuchersohn. Können wir eigentlich unseren Sohn jetzt hier für Alba nominieren? Wahrscheinlich nicht. Weil dann würde ich, wenn unser Sohn König von Alba werden würde, dann würde ich natürlich schon sagen, wir spielen mit dem gleich mal weiter. Na gut. Ah, so ein Herzogtum muss noch drin sein, bevor wir sterben. Anders wird's wieder sehr, sehr lästig, das Ganze. Wir könnten uns noch nach Bündnispartnern umsuchen, oder? Unsere kleinste, die Gnomi. Bestes Bündnis, Northwich. Was? Mit 88 Einheiten. Ist zum Henker. Das ist das beste Bündnis, das sich hier anbietet. Moment, ist hier noch ein? Nein. Ist kein Filter mehr drin. Bestes Bündnis ist Northwich. Der Riese von Northwich. Mit wahnsinnigen 88 Einheiten. Ich bin sehr verwirrt, wieso hier keine bessere Alternative zur Verfügung steht. Für unseren Sohn. Niemand? Wo sind denn die ganzen Bündnisse hingekommen? Hab ich noch irgendwas? Sieht so aus, als wäre irgendwie ein Filter noch hinterlegt, aber da ist alles okay. Wo sind denn die ganzen Bündnisse hingekommen? Aber dass für unseren Haupterben kein Bündnis da ist, ist auch sehr seltsam. Die Tochter ist schon. Northwich. Northwich mit 88 Einheiten ist unsere beste Bündnisoption. Haben wir vielleicht irgendwelche anderen Herrscher verärgert? Kann das sein, dass wir hier andere Herrscher verärgert haben? Sehr seltsam. So, wie lange dauert das hier noch?
mit dem Ausbau der großen Halle 8 Monate noch. Hier drinnen. Dann wäre das nächste. Gibt es eine Möglichkeit, wie wir unser Lehnsherr sonst noch die Bündnisse abspenstig machen können, außer über Mord? Mir macht das mittlerweile etwas Sorgen, dass der immer stärker wird. Vor allem, er ist noch sehr jung. Er hat, komischerweise ist er auch nicht verheiratet. Auch sehr seltsam. Die Bestie von Holmatun. Also, unser Sohn, der Grom, keucht mal wieder und hat sich als Bär verkleidet. Der Ardengrim ist unser Ratsspitzel, hat ihn ein bisschen verärgert. Wir werden es wahrscheinlich wieder so machen, wie mit unseren anderen Kindern auch. Wir werden uns nicht die Prestigepunkte holen, sondern der Grom wird natürlich eine Strafe bekommen, weil sowas macht man nicht. Und wir haben ein Druckmittel gegen ihn erhalten. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen Geld. 3 von 10. Na gut. So. Dann warten wir jetzt quasi auf... Oh, die Schwangerschaft, sehr schön. Aber auch auf das Abschließen. Damit wir hier die geteilte Aufmerksamkeit bekommen. Wir könnten jetzt schon mal überlegen, welche Region wir uns noch schnappen wollen. Hier oben den Krieg gewinnt er natürlich. Welche Region wir uns noch schnappen wollen. Island wäre schon ganz lecker hier oben. Da ist leider unser Erzrivale ist gestorben. Der Garda. Aber der Groll überträgt sich natürlich auf seinen Sohn. Ohne Abzüge. 1100 verbündet mit unserem Lehnsherrn. Weiß das einer von euch? Kann sich beim Krieg gegen ihn unser Lehnsherr anschließen? Also gegen uns anschließen? Normalerweise nicht, oder? Kann mir das einer von euch beantworten? Also wenn ich ihm jetzt den Krieg erkläre, dass dann unser Lehnsherr gegen uns quasi als Bündnispartner von ihm mitkämpft. Vielleicht weiß das einer von euch. Und ansonsten hätte ich halt gesagt, werden wir uns mal hier in der näheren Umgebung umschauen. Ob vielleicht irgendwo noch eine schöne Provinz ist, die sich auch lohnt zu erobern. Oh.